Willkommen zu einer weiteren Runde Forza Horizon 3. Ich bin schon mal zum nächsten Rennen gefahren. Und ich glaube, 3 haben wir noch auf der Karte oder so. Kann sein, dass es das mit der Demo dann war, aber die 3 fahren wir nochmal. Die Rennen gehen hier auch gleich los, ohne Vorwarnung, also ohne 3, 2, 1. Ja, gewöhn dich dran, wir fahren hier nicht zum Spaß. Oh, der arme BMW. Komm, zieh! Mensch, du bist ein M4. Wir werden noch die beiden Knalltypen hier noch kriegen. Mach Platz. Da siehst du, was Hubraum ausmacht. Ein Berg rauf. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch sicher ins Ziel bringen. Da vorne ist das Ziel. Also, da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. Siehst du? Und wieder ein Sieg, Boss. Da kommen noch viele weitere, hoffe ich doch. Ich hatte nie Zweifel, dass du das Ding machst, Boss. Dankeschön, Dankeschön. Wie sie immer so schön nett Boss sagt. So. Sauberes Rennen, 2400 Punkte. Stufenaufstieg. Fans. So. Schauen wir gleich mal auf der Karte, was wir noch haben. Hallo Barbarian, ich bin Ihre automatische natürliche Navigationsassistentin, kurz Anna. Das Horizon Technik Team in Cambridge hat mich in diversen Bereichen verbessert. Ich werde Ihnen während Ihres Aufenthalts in Australien Ziele vorschlagen und Ihnen bei der Orientierung helfen. Darf ich Ihnen eine Route zu Ihrer nächsten Fahrt berechnen? Ja, natürlich, Anna. Los! Klasse! Falls Sie mich nochmal brauchen, drücken Sie einfach das Steuerkreuz nach unten. Jo. Also, auf geht's, Anna. Links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Und guck mal, keine Beule am Auto. Wie ich das gemacht habe eben. Rechts abbiegen. Was hier auch klasse ist, das ist die Pfeile auf der Straße. Die werden dann, also wenn du zu schnell bist, bist du rot. Und wenn du genug gebremst hast, dann wird's blau. Das ist ein Gefahrenschild. Unsere Scouts haben diese Gefahrenzonen ausgeschildert und abgesperrt. Zu deiner eigenen Sicherheit. Aber die besten und verrücktesten Stuntsprünge findet man meistens ab vom Kurs. Wie es dir lieber ist. Ja, klar. Ja, alles. Da standen die voll drauf. Alles noch heil. Die Scouts wissen, dass sie noch mehr suchen sollen. In der Zwischenzeit führe ich mal ein sehr lebhaftes Telefonat mit unserer Versicherung. Einmal ins Grüne. Ha,
Hallo Barbarian, das hier ist ein Rundstreckenrennen. Die Strecke ist asphaltiert, die Rundenzahl festgelegt. Ganz unkompliziert. Alles klar, machen wir doch. So, Landzunge Rundstrecke. Die Fans stehen auf Fanrennen und Fähigkeitsketten. Sie wollen schließlich nicht nur, dass du gewinnst. Dein Sieg muss auch Stil haben. Ich hab Stil, Baby. Als was starte ich denn? Als Achter? Ja. Das war doch mal eine Fähigkeitskette. Ja, ich bin's. Hallo. Wo kommt denn jetzt der Regen her? Mach mal Scheibenwischer an. Ja, die Streckenbegrenzung kann man immer gut mitnehmen. Aber es bringt mir irgendwie nichts. Komm, unter die Top 10 will ich mindestens noch. Schubst mich nicht. Diesmal habe ich den Platz gehalten, Gott sei Dank. Alles kein Problem. Innen durch. So macht man das. Und ich muss sie wieder mitnehmen. Der rutscht wirklich mehr auf feuchter Fahrbahn. Kriege ich dann noch. Trotz meiner miserablen ersten Runde. Boss, du hast einen Kontrollpunkt verpasst. Ach Schmarrn. Oh, komm schon. Und von ganz hinten. Nee. Nee. Ja, komm, das müssen wir gleich nochmal probieren. Jo, und ich krieg noch Feuerwerk für Platz 12. Du darfst es ihnen auch nicht zu einfach machen, Boss. Du solltest es zumindest nicht so einfach machen. Ich weiß schon. Wir probieren das jetzt sofort nochmal. Okay, merke, Kontrollpunkt mitnehmen.
Ich habe noch keinen Platz gut gemacht. Jetzt aber. Können wir den Mitfahrer als Prellbock benutzen? Hey, schubst mich nicht. Hab ich dir schon mal gesagt. Ich seh nix. Komm, dich krieg ich auch noch. Dich krieg ich auch noch. Wo geht denn hier der Scheibenwischer an? Ach, warte mal. Genau, da habe ich einen Scheibenwischer. Wenn ich auf der Haube bin, habe ich ja keinen. Schade eigentlich. Ich muss sie noch mitnehmen, die Wand. Es ist aber auch rutschig. Meine Güte. Nein, 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 nein. Und. Ja, natürlich, so geht's. Komm, nimmt mal alle Kontrollpunkte mit. Gib den anderen auch mal eine Chance. Kleiner Scherz, nur weiter so. So, wie viele Fans habe ich gewonnen? In Byron Bay wird es so langsam eng. Von überall her kommen die Menschen angeströmt, um am Horizon teilzunehmen. Wir haben sogar Gäste aus Übersee. So. Schauen wir mal, eins haben wir, glaube ich, noch. Du musst ein zweites Festivalgelände aussuchen. Ich habe da schon ein paar Kandidaten markiert. Surfer's Paradise. Wolkenkratzer und Rennen in engen Straßen und Gassen. Die Wellen sind offenbar auch ganz ansehnlich. Oder das Outback. Roter Sand, blauer Himmel, perfektes Offroad-Gelände und Schlangen, die dich umbringen, wenn du für einen kurzen Moment abbremst. Okay. Immer Surfer's Paradise. Horizon Surfer's Paradise. Ich kann alles bereit machen, damit die Party beginnt. Bleib du doch einfach noch eine Weile hier und komm dann viel zu spät vorbei. Genau, mach mal. Bist du diesen Sommer mit dabei, um dein Festival in ganz Australien auszubreiten? Ja, natürlich, aber wir setzen trotzdem nochmal die Demo fort. Das hier ist Horizon Online. Bei Horizon Online reicht es nicht, Erster zu werden. Fahr sauber, fahr stylisch, fahr eindrucksvoll. Und du gewinnst genauso viele EP wie der Typ, der am Ende vorne liegt. Es gibt drei verschiedene Spielarten. Beim Online-Abenteuer schicken wir dich zu tollen Veranstaltungen im ganzen Land. Du kannst mit deinen Freunden sofort loslegen und musst dabei lediglich fahren. Bei der Online-Freifahrt kannst du dein eigenes Abenteuer wählen. Wir lassen dich mit deinen Freunden die weite Landschaft frei erkunden. Holt ein paar Wagen aus der Garage, tretet bei Veranstaltungen an, hakt die Löffelliste ab oder fahrt dem Sonnenuntergang entgegen.
Erstmals kann auch die Horizon-Kampagne im Koop gespielt werden. Sorge mit deinen Freunden dafür, dass Horizon Australia das beste Horizon aller Zeiten wird. Sämtliche Errungenschaften im Koop zählen auch für deine Solo-Kampagne, also sei bloß nicht schüchtern. Ja, das finde ich ja klasse, mit dem, dass man einfach dazu joinen kann. Okay, die haben wir schon. Schauen wir nochmal auf die Karte. Ja, oben ist noch nicht so weit, oder? Nee, da kommt er nicht hin. Das haben wir schon gefahren, da hätten wir eigentlich nur noch das. Schauen wir, ob wir hinkommen. Und dann machen wir das noch schnell. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Musst du früher sagen. Also wenn sie jetzt hier wirklich dann ganz Australien abgebildet haben und kannst es frei erkunden und so, das wäre natürlich schon stark. Das letzte Rennspiel, was mir so richtig gut gefallen hat, das war The Crew. Also was ich auch ausgiebig gespielt habe. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht, weil man einfach machen konnte, was man wollte und hinfahren konnte, wo man wollte. Wenn man von der Ostküste zur Westküste fahren wollte, dann hat man das gemacht. Ja, BMW auf Sand ist nicht so gut, aber... Metern links abbiegen. Aber springen kann er gut. Hier war doch die Driftzone, oder? Da war ich zu langsam. Aber ein paar Punkte hat es gegeben. Ach. Falsche Straßenseite. Da liegen schon wieder meine Spiegel auf der Straße. Die habe ich doch noch gar nicht reparieren lassen. Komm. Geh weg. Ich soll's langsam lernen. So, jetzt lass mich erstmal auf die andere Straßenseite. Ist die Karte jetzt aus? Wollte dahin. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ach, ich bin schon dran vorbeigedonnert. Ich hab gedacht, das wäre auch viel weiter. Da lag mein Spiegel noch auf der Straße. So, hier sind wir nochmal beim Start. Erreicht. Okay. Also nochmal. Oh. Jetzt warst du aber auf der falschen Straßenseite, mein Freund. Sie haben
Ziel erreicht. Okay, was haben wir noch? Ja, das war das schon. Das kann man. Das war die Drift Zone, ja. So, die haben wir schon alle gemacht. Jetzt gucken wir nochmal uns kurz an. Ja, die Karte geht bis hier rüber. Was haben wir da? Okay. EP-Tafel. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch die freie Fahrt hier in der Demo. Hm? Na gut, Leute, dann soll es das erstmal gewesen sein mit der zweiten Folge von der Forza Horizon 3 Demo. Ja, mir gefällt es bis jetzt ganz gut. Mal gucken, was alles noch kommt, wie groß das Ganze wird. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht im Spiel wieder oder bei was anderem. Bis dahin sage ich Servus und macht's gut.